Wir haben den Phil noch abgeholt, der unterstützt mich heute ein bisschen. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen in meiner Fotoecke. Heute möchte ich mit euch was Cooles auspacken und sofort auch ausprobieren. Und zwar bin ich seit geraumer Zeit eigentlich mit der GoPro Hero Session unterwegs und mache damit meine Wasserfotos, mache damit meine Point-of-View-Geschichten, so Selfie-Geschichten vom Skifahren. All das könnt ihr auf meinem anderen Instagram-Account sehen. Ich habe ja einmal den Foto-Account, das ist Daniel_Pangoke. Und dann habe ich noch meinen, ja, im Grunde persönlichen Account, wo man halt so meine Sportgeschichten und sowas sehen kann. Das ist Panne_Adventure. Ich verlinke euch beides in der Videobeschreibung. Und ja, also bisher war ich immer mit der Hero Session unterwegs und ich habe auch schon lange überlegt, mir die Hero 7 Black zu holen. Allerdings kam jetzt vor kurzem was ganz Besonderes von DJI, nämlich die DJI Osmo Action Cam. Und ich bin super gespannt, was das Ding kann, wie das Ding so funktioniert und denke, dass das meine neue Wasserkamera und Actionkamera wird, mit der ich sehr zufrieden sein werde. Also packen wir das Ding mal aus. Hier oben habt ihr ein Display-Aktivierungsdings, also hier geht es an. Jetzt geht es los, weil die Kamera ist niegelnagelneu und ich muss hier die Sprache auswählen. Und ich wähle komisches Japanisch. Nein, natürlich wähle ich Deutsch. Mit DJI Mimo aktivieren, QR-Code scannen und bla bla bla. Okay, dann lade ich mir mal gerade die App runter. Und hier an der Seite, dort, da könnt ihr den Bildschirm ändern. Heißt also, jetzt ist der hintere Bildschirm an, ihr drückt hier drauf. Es dauert einen Moment. Ah, ihr müsst lange drauf drücken und dann endet er den Bildschirm. Yay! Boah, das Bild ist echt nicht schlecht. Gefällt mir gut. Das ist ein Touchscreen. Glock. Wo ihr hier hoch und runter schieben könnt. Zack. 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 Okay. Also, ihr habt Touchscreen, bla bla bla. So. So, ich gehe jetzt mit euch gerade einmal durch das Menü und zeige euch, was ich für Einstellungen gemacht habe. Zum einen, also ihr könnt von oben was runter switchen und da könnt ihr komplett, das ist so das Menü, hier könnt ihr so Customs machen, das habe ich schon eingestellt. Ich habe einmal Custom 1, das ist auf 4K und 60 Frames mit dem Bildstabilisator an und einem automatischen Weißabgleich. Und dann habe ich Custom 2, das ist 180p mit 240 Frames und auch Auto White Balance. So kann ich dann einfach ganz normal hin und her switchen. Bei 4K habe ich dann immer noch die Möglichkeit, so ein bisschen Slow Motion zu machen, aber wenn ich richtig fette Slow Motion haben will, dann kann ich halt C2 auswählen. Dann habt ihr hier die Helligkeit des Bildschirms. Hier könnt ihr den Display sperren. So, der ist jetzt gesperrt, da könnt ihr nichts machen, da müsst ihr das hochschieben, zack, ist wieder frei. Hier habt ihr noch so Einstellungen, Sprachsteuerung, Snapshot, das ist, wenn ihr dann hier oben auf den Auslöser drückt und die Kamera gerade aus war, dann macht der immer das, was als letztes an war. Also wenn ihr jetzt, könnt ihr aber auch noch einstellen, was ihr dann da noch haben wollt. Serienbild, Foto, Video, was auch immer. Dann Schnellwechsel, da habe ich, das ist hier vorne, also wenn ihr das umdreht, so, oder nee, auch hier, also hier könnt ihr jetzt
verschiedene Bereiche durchwechseln. Wenn ihr hier die seitliche Taste drückt, die ihr normalerweise zum Bildschirmwechseln nehmt, wenn ihr da kurz drauf drückt, dann könnt ihr so diese einzelnen Sachen durchklicken, was ihr so gerade haben wollt. Und ich sehe gerade Serienbilder sind da nicht bei, vielleicht. Okay. Also, Schnellwechsel. Kabellose Verbindung, ja, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Hapern. Irgendwie kann ich mich mit der App nicht verbinden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier ist die Frequenz ist gut und das habe ich schon ein paar Mal zurückgesetzt. Keine Ahnung, woran das liegt. Probiere ich nachher nochmal. Dann habe ich Windgeräusche reduziert. Die Lautstärke mache ich mal auf Mittel. Gesichtsorientierte Belichtung, das ist nicht schlecht, weil dann ist auf jeden Fall das Gesicht bzw. die Menschen, die ihr so filmt, in der richtigen Belichtung. Was oftmals bei der GoPro tatsächlich ein bisschen schwieriger war, so im Gegenlicht oder sowas. Ich bin mal gespannt, wie das hier funktioniert. Rasterlinien habe ich mir angemacht, ich habe noch gar nicht gesehen. Ah ja, so, zack hier, da habt ihr so einen Drittelschnitt. Das ist immer ganz cool zur Positionierung eurer Objekte. Ich weiß gar nicht, ob der vorne auch ist. Wir wechseln das mal. Zack. Ne, vorne seht ihr, da ist nicht so ein Gitterlinienschnitt. Aber ja, jetzt seht ihr auch mal den Frontscreen. So sieht das aus. Cool, nicht? So, dann drehen wir wieder um. Zack, zack. Flimmeranpassung habe ich automatisch gelassen. Das war auch von der Voreinstellung so. Bildschirm automatisch aus nach einer Minute. Ist auch okay. Gerät nach 5 Minuten. LEDs, ich mag das nicht, wenn so viel blinkt, deswegen habe ich das, mache ich das normalerweise auch aus. Ja, vielleicht lasse ich es mal an. Datum, Uhrzeit passt schon. SD-Karte formatieren brauche ich nicht. Und hier kommt dann. Was haben wir hier denn? Okay, das sind nur noch so ein paar Details zur Kamera. Okay, dann war das erste Menü, also diese Menüeinstellung. Hier könnt ihr so ein bisschen, wie beim Handy, das ist hoch und runter einstellen, wie ihr das haben wollt. Also wenn ihr auf Auto habt und die Kamera dreht, dann dreht sich das mit. Heißt also, wenn ihr auf Kopf filmt oder sowas, dann könnt ihr das umdrehen. Was ganz praktisch ist, weil ich glaube, die Session hat das von alleine gemacht, wenn die auf dem Kopf stand, dass die dann richtig rumgefilmt hat. Ich habe es jetzt erstmal auf abgelassen, also so ganz normal, wenn ihr die Kamera halt so haltet, dass die auch so oben hier ist und unten hier ist. Und das könnt ihr da halt ändern. Dann habt ihr noch so eine Spotmessung, das ist für die Belichtung recht wichtig. Sprachsteuerung an, aus und der Frontbildschirm, den könnt ihr auch so in zwei unterschiedlichen Dingen. Gucken, hat er auch so ein Menü? Nee, der ist kein Touch. Okay, also wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich hier so einen schwarzen Rand. Dafür kann ich das ganze Bild sehen. Wenn ich hier hinten das im Menü ändere, zack, jetzt habe ich ein Vollbild an und wenn ich das jetzt hier vorne mache, dann seht ihr, dann fehlt hier so ein bisschen am Rand, fehlt da so ein bisschen was. Und ja, deswegen mache ich das aus, weil ich will halt, wenn ich die Frontkamera benutze, will ich halt schon sehen, was halt alles im Bild ist. Also, kaputt. Switch. Dauert immer einen Moment. Und Vollbild aus. So, das war das erste Menü. Dann habt ihr hier an der Seite noch so ein anderes. Da könnt ihr Belichtungseinstellungen machen. Einmal ist hier so eine Blende eingezeichnet. Das ist dann für Kamera. Ich lasse das jetzt auf Auto. Und ihr habt aber auch einen manuellen Modus. Dann für Videos könnt ihr hier den Weißabgleich ändern. Die Farbe, das probiere ich gleich mal auf diesem D-Log aus, Cine-like. Ja, das ist ein bisschen flacher im Profil. Das heißt also, ihr könnt so ein bisschen bearbeitungstechnisch im Nachhinein ein bisschen mehr rausholen. Dann habt ihr hier noch so eine Kompensation, weil das ja ein Weitwinkelobjektiv ist. Beziehungsweise diesen Fisheye-Look hat. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier die Tischkante, wie die so ein bisschen gebogen ist, hier auf dem Video. Oh. Okay. Auf jeden Fall sind die Linien, die man so sieht, nicht gerade. Und wenn ihr das anschaltet, oder auch nicht, aus, wir probieren das mal aus, an,
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob sich da irgendwas tut. Wenn ihr da was erkennen konntet, dann sagt mir das mal. Ich erkenne da nichts. Okay, ich lasse es aus. So, dann habt ihr noch halt das Format, was ihr da ändern könnt. So, das nächste Menü ist hier unten. Hier könnt ihr halt einstellen, welches, also welche Auflösung ihr haben wollt. Es geht halt bis 4K. Ihr könnt auch 4K und so ein Vollbild nehmen. Oder ihr filmt halt gleich direkt in 4K und 16:9. Hier Rocksteady, das ist der Bildstabilisator. Den könnt ihr aus- und anmachen. Und ja, das war schon das ganze Menü hier. Wenn ihr so switcht, dann könnt ihr euch eure Dateien anschauen. Da ist natürlich noch nichts drauf, weil ich noch nichts gemacht habe. Und ja, so, das müsste es eigentlich im Großen und Ganzen jetzt gewesen sein. So, der erste Eindruck ist schon mal ziemlich cool. Bisschen, ja, viele Einstellmöglichkeiten für so ein bisschen Kamera meiner Meinung nach. Aber das ist sehr cool. Do it! Yes! Willkommen im Jahr 2020 und im Corona-Fieber. Ich bin gerade auf meiner Hunderunde und habe mir gedacht, ich mache jetzt endlich den Abschluss fürs Video. Ja, wie gesagt, ein Jahr lang ist es her, dass ich mir die DJI Osmo Action gekauft habe. Leider ist es auch kein Jahr in Benutzung gewesen. Heißt also, ich habe zwar die DJI Osmo vor einem Jahr gekauft, habe aber inzwischen meine zweite, weil ich die nach 2 Wochen Benutzung im Atlantik versenkt habe. Ja, jetzt ist es so, ich wollte unbedingt das Review rausbringen, weil ich meiner Meinung nach die Kamera genial finde. Das ist eine super Action-Cam. Preis-Leistung stimmt, der Bildstabilisator stimmt und es macht einfach Spaß damit Action-Videos aufzunehmen. Es wird jetzt halt in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr davon kommen. Ich konnte sie halt nicht so nutzen, wie ich das eigentlich wollte. Aber jetzt habe ich die Action Cam, es ist ein neues Jahr und sobald wir hier in Deutschland unsere Krise umgebracht haben, wird es auch wieder Action Videos geben. Also, solltet ihr auf der Suche nach einer Action Cam sein und ihr wollt nicht ganz so viel Geld für die GoPro ausgeben, ist meiner Meinung nach die DJI Osmo Action die perfekte Kamera für euch, um coole Videos zu machen. Das ist jetzt auch schon das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen weitergebracht und dann sehen wir uns bald wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Bis dahin, alles Gute und tschüss!